Die Mercedes-Benz Fashion Week Berlin Spring Summer 2012 hat ihre Tore geöffnet. Zurück am Brandenburger Tor präsentiert sich die Modewoche in einem neuen Look, aber mit altbekannten Gesichtern aus der Mode- und Fernsehwelt. Nachwuchsdesigner Michael Sonntag bildete mit seiner Show den beeindruckenden Auftakt. Etwas ganz Besonderes für den jungen Modemacher. Man spürt einfach, dass sie alle noch so ein bisschen aufgeregter sind und ich finde das ganz schön. Es gab zwar auch so ein bisschen brenzlige Momente, was glaube ich auch damit zu tun hat, aber ich finde es toll. Also ich finde es sehr schön, die Eröffnungsshow gehabt zu haben. Sonntagsmode findet bereits seit Beginn seiner Karriere großen Zuspruch. Seine zeitlosen, klaren Entwürfe für die elegante, selbstbewusste Frau haben auch Schauspielerin Iris Berben überzeugt. Was für Schnitte, was für Farben, was für eine Lässigkeit und Eleganz und Rock'n'Roll und easy, es ist alles. Ich bin ja so ein Fan von Michael Sonntag und ich denke einfach, er hat eine ganz außergewöhnlich schöne Kollektion dahingelegt. Außergewöhnlich ist es immer während der Modewoche. Hektik hinter den Kulissen, Blitzlicht, Gewitter auf dem roten Teppich und tolle Mode auf dem Laufsteg. Die Mercedes-Benz Fashion Week Berlin lockt bereits zum 9. Mal namhafte Designer aus aller Welt und Modeinteressierte in die deutsche Hauptstadt. Modedesigner Dimitri weiß warum. Ich komme eigentlich aus Italien, aber bei uns in Italien gibt es nicht diese Plattform, wo Jungdesigner sich so präsentieren können. Und das ist einfach hier in Berlin und das ist das Interessante an Berlin. Ein gelungener Auftakt, der Lust auf mehr macht. Noch bis zum 9. Juli blickt die Fashionwelt nach Berlin auf das Modespektakel der Mercedes-Benz Fashion Week.